Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. In diesem Video könnte es wirklich in 10 Jahren Videos machen. Der erste Punkt sein, wo ich keine Ahnung habe, warum wir hier sind. Es war einfach so eine Idee von mir und dann ist es so passiert, dass ich es einfach reinschreibe bei uns in die Gruppe. Dann hat Julian und Fabian haben das so ein bisschen durchgeplant und dann haben die gesagt, ja, du bist eh auf dem Weg zum Motor abholen beim Bolt. Und glaub mir, wo wir jetzt sind, ist hartes Kontrastprogramm. Also wir sind maximal im Gegenteil zu dem, was wir gleich abholen. Was nicht Teil des Videos ist, das ist ein anderes Video. Wir sind hier echt auf dem Land. Ich weiß gar nicht, wie ich es ankündigen soll. Wir drehen es einfach mal um. Wir sehen uns einfach, also das hier, ja? Und diese Dinger sieht man ja andauernd. Mit so, das ist ja ein Mofa-Kennzeichen da irgendwie, glaube ich, so dran. Da steht 45 km/h dran, aber trotzdem, da steht 15 km/h dran. Da hinten steht 25 km/h. Und da hinten ist ein Parkplatz mit, keine Ahnung, 40, 50 von diesen Klötzen. Sieht ein bisschen aus wie ein Freizeitpark, ne, da hinten. Ja, ne? Also so eine Kette zwischen ist, ne? So. Also ich hatte die Idee, ich wollte sowas mal haben. Und ich habe mir gedacht, das ist doch irgendwie lustig. Man kommt auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ich habe überlegt, dass wir, da sind noch mehr, komm, wie geil die da hinten aussehen. Der sieht geil, der rote da. Das sieht geil aus, ne? Dieser eckige. Und ich habe mir gedacht, das kann man doch bestimmt auch mal lustig umbauen oder so. Und ich wollte einfach mal, weil manchmal mache ich sowas wie heute ohne Kamera. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir es mal mit Kamera. Guten Tag. Hi. So ganz schön groß. Guck mal hier. Ich glaube, das ist für die Mamas, wenn die Mamas reinkommen und so eine Mann will sowas haben. Und die Mama erstmal zu beruhigen. Guck, siehst du? Überschlag, kein Problem. Zweimal sogar. Zweimal? Zweimal. Hi. Alex. Sophia, hallo. Hi. Daniel. Wir gehen mal zu dem Roten da, ja? Ja, gerne. 2014-18, das geht also. Das ist aber, glaube ich, eher das ist der. Da ist ein ECU Master Tacho, das kennen wir. Oh, Lenkrad, A-Säule. Warte mal. Das ist dieser, den ich mir. Hi. Hi. Wir haben schon mal gequatscht. Ja. An dich erinnere ich mich. Es ist eine Motorschule, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Das war der Wagen, ne? Das ist quasi ein Leichtkofferzeug gewesen, wo wir uns gedacht haben, in der Bierlaune, da bauen wir mal einen Motor im Kofferraum. In der Bierlaune, wichtig. Der 200 PS? Ja, wir haben ganz normal 1.8T AGU, glaube ich, hinten reingesetzt. Mit ein bisschen Software. Bei jemandem 180 PS eigentlich. Ja, wir haben so ein bisschen geschummelt. Ne? Also wir wollten 200 PS und beim Abstimmen ist auch kaputt gegangen. Wegen Luft? Wegen Kühlung oder warum? Wahrscheinlich wegen Abgas. Wir haben einen Fehler gemacht, haben da noch einen Cut zwischengebaut und dann ist es wahrscheinlich zu heiß geworden. Wir haben einen Fehler gemacht. Das ist kein Fehler. Gleich mal sehen? Ja, warte mal, ist offen. Also wirklich, das ist jetzt zusammengeschustert bei uns. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie. Nee, alles gut. Sagen wir so aus. Das heißt, dieser Rahmen, der ist nicht original, ne? Den habt ihr gebaut? Das war nichts. Wir haben also einmal rausgeschnitten alles, ja, und haben quasi da irgendwas zurechtgefuckt. Das ist aber mal gefahren. Das ist gefahren. Aber es fährt jetzt nicht mehr, weil jetzt ist ja kaputt. Ja. Original Motor genommen aus dem Schlachtwagen und nichts dran gemacht, ne? Hatte schon irgendwie 230.000 oder so gelaufen. Ja, dann sterben die schnell. Aber das sieht ja schon mal lustig aus. Was ich wirklich sagen muss, ich habe den Stand gesehen, vorbei, habe die Farbe gesehen, war cool, lustig. Wir gehen ja mal über die Messe drüber quatschen. Und dann habe ich kurz gehalten, dann kamst du von der Ecke, da habe ich es gesehen, cool, da habe ich den Motor gelesen, cool und so weiter. Ich habe nicht gedacht, dass wenn ich hier hinkomme, wie viele Autos stehen hier auf dem Gelände? Ich kann es gar nicht sagen. Weil da vorne, das Feld ist ja. Also unser Hauptgeschäft ist ja eigentlich diese alten Autos da hinten. Das sind Bestandsschutzfahrzeuge, die man ohne Führerschein fahren kann, die wir restaurieren. What? Ohne Führerschein. Ja, also wir müssen nur aufpassen, wo wir jetzt anfangen, sonst verhassen wir uns ganz schnell. Also es gibt Fahrzeuge bis zu 25 km/h ohne Führerschein, die man fahren kann, die wir restaurieren. War unser Hauptgeschäft bis vor ein paar Jahren. Ich habe immer Zwischenfragen. Also bis 25 km/h kann ich einfach einen Menschen reinsetzen, der fährt los. Hm? Egal wen. Hm? 10. Ab 15. Achso, 15 muss es sein? Ja, obwohl es auch so eine Grauzone im Gesetz ist. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Und dann heizt der los mit dem Ding? Aber es sind alles Fahrzeuge gebaut vor 2002, da gab es noch ein anderes Gesetz, die sogenannten Krankenfahrstühle. Das ist ein Krankenfahrstuhl? Nennt sich Krankenfahrstuhl. Aber wir fangen mal hier an und können so rumgehen und dann kommen wir nachher zu, sonst kommen wir durcheinander. Ja, ich mach zu, ja. Weswegen bist du überhaupt hier? Weil du das Auto... Keine Ahnung! Ich bin hier... Ich hab eine Ahnung. Ich wollte sowas umbauen. Hab dann im Internet geguckt, ich wollte den hässlichsten, den es gibt. Kein Problem. Weil hässlich kommen wir gleich auch zu. Weil da hinten diese Dinger, diese ganz schmalen, wo man alleine drin sitzt, quasi. Ape, ja. Ich liebe. Nee, nicht eine Ape. Die da draußen, der rote. Achso, ja, Ape, ja. Eine Ape ist wunderschön. Das sind die Krankenfahrstühle. Das ist richtig geil. Das wollte ich haben. So, und dann habe ich Julian losgeschickt, weil ich hatte gar keine Zeit. Guck mal bitte bei Mobile, ich brauche so ein Ding, ich will das umbauen, ich will da Motor reinbauen, irgendwas Geiles machen. So, und dann sagt er mir die Preise für so einen Rotz. Bude, und dachte ich mir, das kann doch nicht sein, Alter. Doch. Genau, weil das ist teuer für das, was es ist. Also
also ich habe eigentlich fast alles aufgekauft, was es so im Markt gibt, weil wir uns ja darauf spezialisiert haben, die Fahrzeuge zu restaurieren. Offensichtlich. Na, dann ist es wirklich schwierig. Und restauriert bist du ja schnell bei 17.000 bis 30.000 Euro für so ein Fahrzeug. User disconnected from your channel. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer gibt das denn aus? Alle, die ohne Führerschein fahren möchten. Müssen. Also wir müssen. Müssen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Führerschein verloren, aus unerklärlichen Gründen. Mhm. Dann darf ich das fahren. Dann bist du mein Mann. Ich selber habe auch schon mal eingefahren. Jetzt verstehe ich. Weil ich bin auch manchmal zu schnell. Sekunde. Das heißt, jemand hat ein Fahrverbot. Nein, das ist dann ein Fahrverbot, das ist wieder was anderes. Aber wenn du einen Entzug der Fahrerlaubnis hast, dann bist du bei mir richtig. Wo ist der Unterschied? Es gibt ja ein Fahrverbot, wenn du deinen Führerschein abgeben musst, 4 Wochen oder länger. Ja, ja. Und es gibt einen Entzug der Fahrerlaubnis, ist meistens, wenn man eine MPU machen muss. Dann wird der Führerschein ja geschreddert. Und dann machst du eine MPU und dann kriegst du ja einen neuen Führerschein ausgestellt. Und in der Zwischenzeit darfst du sonst fahren? Ja. Also du glaubst gar nicht, wie Leute gerade so, ernsthaft? Ja. Das ist der Grund wahrscheinlich. Es gab vor 2002 die sogenannten Krankenfahrstühle, früher die Fiat Panda, 25 km/h. Ja. Das war ja auch sowas. Wir haben bei uns auf dem Hof jeden Tag diese umgebauten Fiat 500 und all das, die hinten diese schmale Achse haben. Haben wir jeden Tag auf dem Hof. Jeden Tag mehrere. Das ist ja die entfernteste Konkurrenz von uns, weil die darf man ja mit 16 Jahren fahren und den A1-Führerschein. Genau. Davon haben wir jeden Tag die verschiedensten Modelle auf dem Hof. Die sind auch unfassbar teuer, ne? Das ist teuer, das haben wir gesehen. Alles, was jetzt so einigermaßen gut aussieht und neu aussieht, das sind die sogenannten Leichtkraftfahrzeuge, die man mit den Rollerführerschein fahren kann. Roller? Genau, mit 15 Jahren. Ich sehe es wieder an deinem Gesichtsausdruck, dass es doch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt ist. Ich habe das mal gehört. Aber das darf jemand mit 15 Jahren fahren? Ja. Mit den Rollerführerschein. Ein Rollerführerschein kostet wie viel? 1200 Euro, weiß ich nicht. Das ist jetzt auch einer, der nicht so toll ausgestattet ist. Das ist so eine Einstiegsvariante. Der Tacho geht bis 80. Fährt auch 80, wenn man will. Aber in der Regel fahren sie so 45 und bei 50 regeln die meistens ab. 15 Jahre? Das ist krass. Zum Beispiel den, wir nennen den Degenhardt GTI, den hat mein Sohn jetzt 3 Jahre gefahren, weil vor 3 Jahren haben wir das mit Marco gemacht. Ich weiß, ich hab's, beim Reinkommen habe ich gesagt, Team Degenhardt, dachte ich mir schon ja. So, was, hä, wieso? Ja, ich habe mit Marco auch ein paar Videos gemacht. Der hatte mal einen Casalini von uns, dann hat er den gehabt, auch eine Zeit lang gefahren, foliert, also den hat Marco foliert. Das wusste ich nicht. Ja, nicht so zimperlich. Nein. Ganz soft close. Ja. Also und okay. Das sind so dann das ist jetzt zum Beispiel so ein GTI-Modell, dann sieht man schon ein bisschen mehr größere Stoßstangen, größere Felgen. 17.500 Steine kostet so ein Bock. Ja, das ist noch eine Einstiegsvariante. Also wenn wir Richtung Elektrovariante gehen, bist du schnell bei 23.000, 24.000 Euro. Mhm. Das ist viel Geld. Auf jeden Fall. Finde ich schon. Ja. Es geht aber bei wenig Ausstattung und hässlich bei 12.300 los. Nee, neu. Neu, alles neu. Ganz ehrlich, ist auch ein cooler Laden, ne? Dankeschön. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist echt cool. Da oben die ZX9R, dann sehe ich ja hier so ein G3-Gemüter da in der Ecke rum. Da vorne steht so ein RS6 auch rum. Ja. Ach, Marco hat den jetzt elektrisch gehabt. Ist das Elektrik? Das ist der Elektro, ja. Das war vor 3 Jahren, da fing das so an, dass es mir so richtig Elektro geht und da hatte Marco den Amazon. Das heißt, du verbimmelst diese neuen Dinger? Ja. Okay. Also, jetzt will ich mal kurz Stopp machen. Casalini. Alles genau. Alles, was hier vorne steht, ist ein Franzose, Aixam. Das ist ein Franzose? Mhm. Ich habe gedacht, das wären alles Chinesen. Nein. Also qualitätstechnisch ist das schon was. Also ich kann dir gleich mal China zeigen. Und das, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie so ein Müll ist. Ne? Also für das Geld kriegst du wirklich was. Wie viel verbimmelst du denn von den Dingern? Also ich so 2 bis 250 im Jahr. Komplett? Ja. Also wir verkaufen bundesweit. Das ist nicht mal so schlecht. Das ist jetzt der Bereich Casalini, das ist ein Tochterunternehmen, die Delta Drive GmbH. Das macht wer anders und das ist dann ein italienischer Hersteller quasi. Das sieht man auch. Ha? Das sieht man wirklich? Nein. Aber du hast typisch GFK. Ja, aber das ist so ein bisschen französisch, finde ich. Ne? Das ist so. Dann klar, hier, ne? Italien. Dann ist das hier Fiat. Vorne haben wir VW-Scheinwerfer drin. Jo. Jau. Und das ist quasi die Basis von unserem Umbauauto. Ein Casalini. Ja, geil. Und also, was hat so ein Casalini denn für einen Serienmotor? Also, ist die Bremsscheibe da hinten, Digga? Mhm. Alter, schnell. Fahrradbremse. Ja. Die kann man ja echt biegen. So, was muss ich für so ein Casalini hier ausgeben? Das ist schon noch teurer, weil du auch, das ist so ein bisschen, das ist was anderes. Was kostet das denn? Also da geht es so bei 19.000 Euro los. Gibt es auch nur als Dieselantrieb? Also es sind alle Leichtkraftfahrzeuge haben einen Dieselmotor oder einen Elektroantrieb. Bis ach auf so, das sind keine Benziner. Nein, Benziner gibt es gar nicht. Das sind alles 2-Zylinder Diesel. Hier haben wir einen Lombardini-Motor drin und bei Aixam einen Kubota. Und dann sind das, was für Getriebe sind das? Das sind dann so normale... Ganz normale, wie nennt man die, CVT-Getriebe. Ja, okay, die Dinger. Aber mit 2 Variomatic. Und hier siehst du ja, hier war nichts. Das haben wir alles rausgeschnitten. Oh, sorry. Ja. Bei den Casaudi. Ja. Aber ganz ehrlich, wow.
Ganz andere Preisliga, als ich dachte. Mhm. Ja, ganz anders. Und dann kommen hier die Mamas und Papas rein mit so einem Mann und sagen hier, nimm Casalini mit. Und viele sagen ja, das ist was so für Reiche vorsichtig ausgedrückt, ne? Aber das ist, der ganz normale Mittelstand kauft sowas. Kann man das dann umrüsten, dass es dann schneller wird irgendwann? Leider nicht. Das heißt, das Ding wird verbimmelt dann in der Regel, weil er wieder mit 18 nicht mehr in der Karre durch die Gegend fährt. Nee. Aber die Autos sind vom Erdboden verschluckt. Also jetzt haben wir so die ersten Jahre, wo so nach 3 Jahren, sag mal, ist dann das vorbei, von 15 bis 18. Und trotzdem ist der Gebrauchtwagen nicht voll. Das ist doch geil. Ja, jein. Nee, das ist geil. Ja, jein. Wieso? Weil du offiziell bloß 200 Kilo draufpacken darfst. Das ist mir doch Wurst, da kommt ein Motor rein. Nee, wenn du was mit Umbau und geil haben willst, dann habe ich eine andere Idee. Nee, ich will, ganz ehrlich, dieses Video ist mal wirklich so eine Sache, wo ich normalerweise hinfahre, wo keine Kamera bei ist. Ich will mich einfach mal umschauen. Ich will alles Mögliche sehen und irgendwie verstehen im ganzen Automobilthema. Ich sehe die im Straßenbild. Bei mir in der Straße haben 3 Töchter so ein Ding. Morgen, warm fahren, kennen die nicht, die setzen sich da rein, hämmern los. Ich sehe die Dinge andauernd. Also nicht das so nehmen, so Teile. Sehe ich wirklich andauernd. Und dann frage ich mich, was ist das? Und dann ist halt Aufkleber. Dann habe ich gerade gesehen, 15 km/h Aufkleber. Das ist dann auch eine führerscheinfreie Geschichte. Das ist echt tief. Und 25 und 45 gibt es? Und 15 km/h ist in die Variante gebaut nach 2002, dann dürfen die nur noch elektrisch betrieben sein und dann darf man bis zu 15 km/h ohne Führerschein fahren. 15 aber, ist hart. Aber auch nur mit einer Person. 15 ist hart. Ja. Da gehe ich lieber. Obwohl, laufen wir 15. So. Ja, nee, ist klar, ist krass. Aber paar Stunden. Billiger. Ja, auf jeden Fall. Fährt so ein Ding? Das sind alles also Leichtkraftfahrzeuge bis zu 45 km/h. Klar, man hat immer eine Toleranz, also so 48, 50 fahren die. Kann man da was machen? Auf jeden Fall. Wie viel geht das dann? So 80 hast du ja vorhin schon mal gesagt. 80 ohne Probleme. Aber dann ist es ein sehr hohes Drehzahlniveau? Nein, wir ändern bloß die Variomatik. Du hast in der Fliehkraftkupplung hast du eine Begrenzung. Und das ist eine Drossel drin, ne? So. Ja, wir haben ja hier 500 Stück. Nee, nicht die Leistung, die machen nur... Ja, ich weiß, da ist eine Drossel auch für Variomatik, soweit ich weiß. Wie beim Roller. Ja, genau. Wie beim Roller. Okay. Das ist so eine Drossel, so eine Metalldrossel, und wenn du die rausnimmst, dann dreht sie einfach weiter. Aber total illegal. ich finde, was ist das jetzt hier? 80 Steine oder was? Nein, da geht's 18, 19. Du hast gerade 80 oder 18 gesagt? Das war ein Spaß, 80. Ach so. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich finde, es sieht geil aus. Du nicht? Ich finde es lustig. Ich habe alles, was ich im Kopf habe. Vivian, lass ich sehen, die Kameras mit den Dingern machen. Ja, Mann, ich auch. Aber mit 25 km/h, ach ey, oder keine Ahnung, mit 45, das ist auch schon ein bisschen mau. Flo wird schon wieder vollkommen durchdrehen in dem Laden. Aber findest du nicht auch, du wirkst wirklich wie ein sehr... Du bist gerade aus dir selbst einmal rausgesprungen und standest gerade einmal neben dir. Also, ja. Weil ich habe gesehen, dass du gedrückt hast, aber es ist nichts passiert und dann kommt doch was. Meine. Du bist ja ein sehr offener Typ. Findest du nicht auch, dass die Verarbeitung schon echt teilweise wirklich wild ist? Ich find sowas hier echt... Ich finde, das ist dein Produkt, das ist jetzt doof, dass ich das so sage, aber das ist schon teuer. Scheiße. Ist wirklich nicht so geil, ne? Also in dem Bereich LKW, da nehmen sich beide Hersteller nichts. Das ist schon ein bisschen spartanisch ausgestattet. Bei den Autos aber nicht. Nee, da geht, das merke ich. Aber ich glaube, weil die Kritik kam von Leuten. Ja. Und dann wollten die mehr, ne? Aber das ist jetzt hier schon... Das sind jetzt auch nicht so die Verkaufshits, ne? Also das Verkaufen war klar, aber jetzt nicht in den Mengen für die Jugendlichen wie die normalen Leichtkraftfahrzeuge. Ja, das ist echt niedrig, ey. Aber irgendwie machen die mich an, die Dinger. Ja, gefällt dir nicht. Cool, aber ich finde, das ist irgendwie lustiger. Ja, hast du einen anderen Einstieg und so, ne? Sieht schon wertiger aus, ne? Ich habe mich gerade in eine Überraschungsei gesetzt. Okay. Okay. Wie viel Leistung hat das? So? 6 kW. Oh, wow. Ja. Also wie ein Anlasser. Ja. Ah. Aber knapp 500 Kubik. 6 kW aus 500 Kubik. Ich denke, für dich ist auch interessant dann die E-Variante. So, nee. So vom Fahren. Ja? Ja, weil das ist schon, also die 2-Zylinder Diesel, das sind 2-Zylinder Diesel. Ich will mich erstmal umschauen. Hallo. Das ist krass. Das ist einfach nix. Das gibt es nicht. Das kannst du aber als Hantel nehmen, als Hantelbank. Das gibt es nicht, Leute. Der Auspuff, ich habe gedacht, das wäre eine Spritleitung, aber das ist ein Auspuff. Aber ich muss sagen, wenn du bist 15 Jahre alt, das ist geil. Zum Thema, dass man das durchgucken kann, haben wir hier vorne was gemacht. Wir haben nämlich mit Vogtland konnten wir was machen. Die haben uns Tieferlegungsfehler angebaut. Nee. Ja. Ja, wenn du 200 Mühlen davon abnimmst, ich kann mir schon vorstellen, dass das mehrere machen. Ja, der ist tief. Also aber ganz ehrlich, sind das Kugelschreiberfedern oder sind das dann wirklich Fahrwerksfedern? Weil das Ding wiegt ja nichts. Also es sind schon richtige Federn. Wenn du da guckst, das ist ja original von der Höhe. Hm. Und da kannst du reingucken bei der Feder. Also es ist schon... Muss ich dir auch vorstellen, ne? Bisschen mehr wie Kugelschreiberfeder.
Bisschen mehr. Wenn da der Vater mitfahren möchte, so in dem Sinne, weil der Sohn immer ihn wegbringt zum Saufen, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass das auch ein normaler Fehler sein muss. Kann schon wieder ans Trinken. Wie weit kann ich denn fahren mit so einem Ding? Also es gibt verschiedene Kapazitätsstufen, ja, bis zu 100 Kilometer. Natürlich im Winter machen wir uns nichts vor, wenn wir kalte standhalten, sind es 40, 40, 50. Ja. Also ich war immer ein Gegner bei Leichtkraftfahrzeugen, bei großen Autos immer noch so ein bisschen. Und ich habe ja meinen Sohn in ein Elektrofahrzeug losgeschickt, 3 Jahre lang, und der hat mich überzeugt. In der Liga ist ein Elektroauto, finde ich, vorteilhafter wie der Diesel. Stopp mal. Das ist doch kein Diesel. Nein, das ist jetzt, also hier ist der Bereich hässlich und langsam und Führerscheinfreiheit. Weil das ist hier so, das ist die, das gibt's doch nicht. So, das gibt's doch. Das ist jetzt auch zufällig, dass wir den hier stehen haben. Das ist so der Aufbau, wenn wir die restaurieren. Einmal komplett auseinander, strahlen, zinken oder als Schubkarre nehmen, genau. Wenn einer reinwämmst, ne? Ja, gar keine Frage. Ja. Bruder, das aber hier. Gartenbau. Also die gibt's neu, das kam nach 2002. Bis zu 15 km elektrisch, darfst aber nur alleine fahren. Aber das ist hier wie vom Papst, dieses Mobil. Papa-Mobil. Da ist ja kein Lenker, das ist sogar so ein, das ist ja wie ein Roller quasi, ne? War ich jetzt mal dabei. So, das Elektro sehe ich hier, ne? Hier, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, also wie man anfährt. Also Gas geben tue ich schon noch hier. Aber komm, die sind immer noch zu schön. Das ist mein Ding hier. 17.500! Das sind die Einstiegsmodelle. Ey, was ist los? Andere verkaufen es aus oder bist du einfach nur kreativ? Ich zeige dir gleich draußen, wie die aussehen. Ja. Und dann stell dir mal vor, wie lange da ein Mitarbeiter dran sitzt, um das so hinzukriegen, dass er wieder so aussieht. Ja, bin ich echt gespannt. Also wir brauchen pro Auto... Was kostet denn eine Basis? Weil der Grund, warum ich wirklich hier bin, ist, ich fand das lustig, ich finde das geil, ich finde es auch immer noch geil, ich will sowas haben, ich finde es wirklich cool. Aber dann siehst du so eine Hupe für 5. Also die Basis zwischen 3 und 5. Und wenn du den siehst, und dann verzweifelst du, dann fragst du dich, was ist denn hier los? Ja, aber dann gehen wir in der Restauration. Es gibt keinen Ersatzteil, wir lassen total viel nachbauen. Zum Beispiel H&R baut uns Federn und so weiter, also Stoßdämpfer, Federeinheiten, um das überhaupt zu restaurieren zu können, weil es gibt ja keine Teile. Wir müssen alles irgendwie anfertigen lassen. Und wenn der Letzte verkauft, der Letzte verkauft. Ja, aber ich schaff's, glaube ich, noch in meiner Zeit. Ja? Ja, ich habe noch genug auf Lager. Siehst du das hier? Siehst du das? Ey, Junge, da sitzt du. Das hier? Ja. Ah, da muss ich erstmal drauf kommen. Das ist ein bisschen wie eine Wäscheklammer, ey. So, das ist doch meine Liga hier. Ich würde das gerne dem Flo kaufen, ey. Ja, ne? Übel. Ich würde dir das einfach zum Geburtstag schenken. Aber seid ihr nicht mit einem richtigen Auto da, wo so ein Ding sofort drauf passt? Ich wollte gerade sagen, da passt auf jeden Fall. Wir müssen sogar noch was abholen, das passt auch noch rein. Was ist das denn vor dem Gesetz? Muss das irgendwas erfüllen? Muss der diese Stange haben oder ist das einfach nur zum Zuziehen, dass die Tür einfach nicht so flabbert? Das ist zum Zuziehen. Weil das muss nichts erfüllen. Es gibt keinen Crashtest, gar nichts. Ne? Du brauchst nur das Krankenfahrschegutachten. Was brauch ich? Ein Krankenfahrschegutachten. Wie früher beim Mofa die grüne Karte. Da steht drin, Krankenfahrstuhl. Und die Erstzulassung muss vor 2002 passiert sein. Kann ich damit auch in den Fahrstuhl fahren? Bestimmt, wenn der Fahrstuhl groß genug ist. Vielleicht. Sekunde. Das heißt, ich darf mit im Haus fahren? Moment, jetzt hast du was falsch verstanden. Was meinst du? Also Krankenfahrstuhl, hast du gesagt. Nein, das nennt sich so. Ich weiß. Das ist die Fahrzeugstraße. Aber das muss draußen bleiben, ne? Das heißt, wenn ich im Krankenhaus bin und muss zu meinem Bett, kann ich damit nicht... Kannst ja mal versuchen, damit ins Krankenhaus zu fahren. Und fahr dann bis vors Bett. Mit Benziner durchs Krankenhaus. Ja. Geil. Nee, im Elektro nehmen wir. Aber eigentlich eine Person, aber es sind 2 Sitze drin. Die gibt es auch als 2 und Einsitzer. Und dann ändert sich im Gesetz was, wenn die 2 sind? Weil das ist Baujahr. Also, die durften bis 2002 gebaut werden. Alle Fahrzeuge, die bis 2002 zugelassen worden sind, darf man ohne Führerschein fahren. Aber der Gesetzgeber hat das schon ab Mitte 99 geändert, dass es nur noch eine Person fahren darf. Dann wurden viele Fahrzeuge gebaut, nur mit Einsitz ausgestattet. Von der Bauart aber gleich. Man darf aber nur alleine drin sitzen. Und warum macht das immer? Frag den Gesetzgeber. So, und jetzt wird es nicht mehr gebaut. Genau. In Deutschland. Also es wird noch gebaut, aber in Deutschland darf man es. Also, weil die kommen ja viel aus Frankreich und sowas, ne? Es wird gar nicht mehr gebaut. Deswegen haben wir das Ersatzteilproblem. Okay. Und deswegen gibt es diese neuen Jungs. Die dann ab. Ja, genau. Das sind dann Leichtkraftfahrzeuge, die bis 45 km/h fahren, aber die sind führerscheinpflichtig. Genau. Das heißt, ich bin jetzt jemand, hat meinen Führerschein verloren. Dann suchst du einen aus. Ja, von denen, ne? Aber von den Jungs da vorne dann immer noch nicht. Nein. Weil. Führerschein. Weil Führerschein. Ich finde, das Rad macht mich schon echt heiß. Also wenn du da mal so 450 PS reinjagst, dann geht's richtig vorwärts. Gibt dir noch mehr! Das will ich nochmal ganz klarstellen, das ist vor Restauration. So sind die Fahrzeuge nicht verkäuflich an Endkunden. Wie viele hast du? Ich weiß 400? Nicht. Ich muss im Computer gucken.
ungefähr. Ja. Da vorne, das Feld ist doch voll. Guck dir den Jungen an. Guck dir den Jungen an. So, was kostet sowas jetzt hier? Ich will den jetzt hier kaufen. Was kostet mich das? Ich würde nicht verkaufen. Nein? Nein. Weil es so viel Wertpotenzial drin ist. Nein, also man muss, klar, kann ich einen verkaufen, aber so an Endkunden kann ich es nicht verkaufen, weil es ist ja, es ist nicht fahrbereit, es ist verschimmelt, es ist überall kaputt. Thema Gewährleistung geht gar nicht. Nein, ich meine ohne Gewährleistung, also einfach ja. Nur. Oder was würde dich sowas kosten, so eine Basis? 3.000 bis 5.000, die Basis. Ist das krass, Digga? Und dann gehst du in eine Restauration. Und dann, ist das krass? Und dann verstehst du auch den Endpreis. Lag das Ding im Wasser oder was damit passiert? Der stand wahrscheinlich im Boot. Irgendwo in der Ecke. Das kostet dann später 33. Ne? Also das ist das Auto, was drin stand. Nur vorher. Der sieht ja auch sexy aus. Was ist das denn für ein Modell? Das ist das Modell, was du drinnen nackt siehst. Das ist der? Das ist ein Rasen. Der spricht mich ja auch an. Ne? Ein Rasenmähermotor vorne drin? Den finde ich ja fast noch schicker. Der hat sowas von einem Backen. Weil ich finde, der, proportionstechnisch, wenn der ein bisschen breiter wird, dann sieht der richtig lustig aus. Und das hier? Da ist ein Elefant drauf getreten, oder? Nee, da ist einer mit dem Gegenbaum gefahren. Das war der LKW, wie er drinnen stand. Nee, ist das ein Kopf? Ja. Zwei Leute saßen drin. Nee, einer, der nach rechts rüber gefallen ist. Aber der kam auch gut raus. Aber der ist mit 50 gegen den Baum gefahren, stumpf. Wow. Aber dafür sieht's gut aus innen drinne. Dafür sieht's echt gut aus. Ich hätte so einen Rahmen drumherum gesehen, weißt du, wenn du bremst, dass er einmal vorne rumrollt. Ja, die Ideen werden immer besser. Das ist eine geile Idee. Verstehst du jetzt, warum das so teuer ist? Ja, ja, ich verstehe es wirklich. Ja, du hast eigentlich nichts. Doch, du hast eigentlich alles, aber alles tot. Genau. Mhm. Da musst du Teile besorgen, nachbauen lassen, um nur halt diesen Bestandsschutz zu erhalten. Mhm. Weil aufarbeiten darf man ja und das irgendwie. Was ist das denn für einer? Das ist quasi der Bruder von diesem Ei, nennt sich Spassia. Der ist aber schon auch. Wie ist er? Spassia. Ja. Ah, schwieriger Name. Ist aber schon ausgestorben. Davon habe ich nicht mehr viele. Den restaurieren wir auch nicht mehr. Den finde ich aber sehr schön. Ja, aber ist vorbei. Gibt's nicht mehr. Den willst du verkaufen? Was wird der kosten? Nee, der ist richtig schön. Guck mal bitte. Wie hieß das? Das muss ich eben gucken. Den finde ich schön. Was kostet der? Wir werden schon einig. Da ist gedacht, dass der Motor eigentlich hinten ist, ne? Ne, bei dem ist er auch vorne. Vom Grundaufbau vorne, der Vorderbau ist wie bei dem runden hier. Wie treiben denn diese Autos an aufs Heck, auch wenn die Heckantrieb haben? Dann gehen die auf eine Kette oder gehen die auf eine Antriebswelle? Also bei den Leichtkraftfahrzeugen haben wir ja die Heckangetriebenen, eigentlich nur Kaiserlinie, der LKW. Hm. Der hat den Motor hinten auf Achse. Und dann ist selber Antriebsprinzip, wie als wenn es vorne wäre. Auch mit Riemen und so? Motor, Getriebe, Riemen über Fliehkraftkupplung. Und da geht's weiter, ne? Also komplett zerlegen, Teppich raus, Polster raus, alles aufarbeiten. Ich verstehe langsam, warum der Preis ist, wo er ist. Ey, ich fänd's echt geil. Weißt du, was ich dann vorhätte mit uns? Geil, das aussieht, weißt, bitte, guck mal hier! Weißt du, was ich vorhätte mit uns? Hä? Wenn du so vier Dinger hast, lass sie sehen. Lass sie sehen und wir machen Rennen, Alter. Ja, aber da musst du einfach vier fertig machen, ne? Ja. Um die 250 Karren im Jahr. Nein, 250 Leichtkraftfahrzeuge, die noch neu gebaut werden. Also hier schaffen wir im Monat maximal 3 Stück, weil wir die restaurieren müssen. Deswegen haben wir auch die Wartezeit. Im Monat? Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Wir haben 8 Bühnen, davon sind 6 zum Restaurieren und die anderen nehmen wir halt für die normalen Reparaturen. Was geht denn da so kaputt? Bei den normalen Autos, das Übliche, ne? Bremsen, Service, das, was so anfällt. Und dann Unfallschäden, da hinten ist die ganzen Unfallautos. Und kennst du auch so Leute, die halt dann wirklich weit fahren mit sowas? Was ist so das Weiteste, was man so... Weil 25 km/h, logischerweise, braucht der für 100 Kilometer 4 Stunden. Also, du schmeißt die ganze Zeit Leichtkraftfahrzeuge und das durcheinander, ne? Nee, das ist egal, aber wenn das 25 km/h fährt, brauchst du einfach 4 Stunden für 100 Kilometer. Genau, das ist wirklich nur Nahbereich, mobil bleiben. Leichtkraftfahrzeuge haben wir Kunden, die kommen 500, 600 Kilometer hier hin zum Service. Die übernachten dann hier und fahren zurück. Aber damit kannst du doch nicht über Autobahn fahren, oder? Nein, Landstraße. So einen will ich mal kennenlernen, der 600 Kilometer in so einen Bock fährt. In so einen Bock? Ja. Yes, nicht in sowas. Das ist Wurst. Nein, das sind grundlegende Unterschiede. Alter Schwede. Was fährst du denn privat? RS6 und GT3. Okay, cool. Aber irgendwann, wenn ich das Handicap haben sollte, mal keinen Führerschein mehr zu haben, dann würde ich mir auch in sowas setzen. Ja, natürlich. Bevor du gar nicht fährst? Bevor du gar nicht fährst oder gar nichts machst, natürlich würde ich es auch machen. Okay, darf ich sowas mal fahren? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde gerne mal was fahren. Leichtkraftfahrzeug oder Krankenfahrstuhl? Beides. Wir steigen einfach mal so ein, wenn das okay ist. Ja, nein. Da als Vorführer, ne? Ja, klar. Wir haben jetzt genug gesehen, wir steigen mal ein und dann fahren wir mal. Und dann kannst du einmal auch den Unterschied merken zwischen Vogtlandfedern und Originalfedern. Klar, bis gleich. Ja, was fahren wir? Den? Fahrt erstmal elektrisch. So, alles elektrisch, da sind die Räder von euch drauf.
Und was kostet das? Oh, ich muss auch gucken. 22,9. 22,9, ja. Das ist ein E-Crossover Premium. Okay. Hat einen Namen. Mit den Chrom-Außenspiegeln aber. Ja, was mir überhaupt nicht gefällt. Nee, mir auch nicht. Okay, komm, wir ziehen los. Hierfür brauche ich aber einen Führerschein. Ja. Du musst eigentlich nur ganz normal im Leerlauf starten. Also Zündung einschalten. Wie bei Opel früher von unten hochziehen. 777, 8 Kilometer. Nee, Reichweite. Nein, das ist für den nächsten Service, Kollege. Zum nächsten Service. Na. Die Bremsen standen länger. Ja. Die Handlung ist los. Man denkt aber, sie wäre noch dran. Ich fahre schon 12. Das sind 12? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind schon mal 50, 52. Aber ich habe gesehen, da war auch ein ABS-Aufkleber drauf. Ne? Ja, habe ich auch gesehen hinten. Sollen wir mal bremsen? Vielleicht ist das ja spannender. Also wir fahren jetzt hier so 40. Oh, Digga. Oh ja, ist aber geil. Für die kleinen Scheibchen ist aber okay. Also Bremsen ist geil. Okay, Gasbremse gleichzeitig will er schon mal nicht. Also man kann ihn nicht vorpumpen, sondern... Ready? Ja. Immer auf dem Tacho. Alleine das. Wir geben jetzt Vollgas. Guck mal vor, wie viel Straße wir uns vor uns haben. Guck mal. Das haben wir an Distanz noch vor uns, okay? Okay, damit ihr eine Idee bekommt, wie lange wir brauchen bis dorthin. Das geht doch langsamer, ne? Ist ja nicht so, als ob es... Nach Vollgas? Ja, ja. Das sieht schön aus. 25 fühle ich. Ja. Aber bremsen wir auch aus 51 jetzt, ne? Also pass auf. Bremsen ist genau jetzt. Oh. Also. Der ist nicht eingeladen, der ist ausgeladen. Nein, aber jetzt mal ohne. Ich bin 15. Ja. Ist das geil? Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem, mit 15 guckst du rüber in das Auto von dem Typen, der 18 ist. Ist nicht so geil. Aber du bist 15 und guckst zu Fuß hierhin. Dann bist du neidisch bis durchs Dach. Welche Klasse bist du mit 15? 9. In der 9. Ich war draußen stehen, wie wir einen Profi gemacht haben. Das hat noch nie einer gemacht. Das ist natürlich geil. Ne? Schon still hier. Eine Rückfahrkamera. Ehrlich? Ja. Fertig. Wir steigen um ins nächste. Auch gerade mal, also 8.9. 8.9. Klasse müsste das sein. Das ist echt peinlich, ich weiß es echt nicht. Mit 15. Ja. Ich hab Kinder. Groß. Ich meine 8.9. Klasse, ja. 8.9. Klasse. Ja. Okay, was ist das nächste? Das nächste ist City Sport, nennt sich der. Da haben wir jetzt auch die Vogtlandfedern drin. Ja. Und ist ein Diesel. Was das hat wie viel Leistung jetzt? Das hat 6 kW. Der gerade? Auch 6 kW, elektrisch. Ja, egal. Her, das. Nee, der steckt. Bereit, Pony? Der für die geballte Leistung auf jeden Fall. Ey. Warm fahren? Muss klar. Weil, ja. Rapper. Ich muss hier, glaube ich, wieder in. Hab ich kurz gedacht, wir fahren Rasenmäher, ich lasse. Hör doch mal. Aber Fahrwerk, weiß ich, was er meint. In dem Level, wo du was verbessern kannst, ja, es fährt schon cooler. Das würde ich auf jeden Fall machen. Federn. 4 Kugelschreiberfedern da rein, ja. Ich kann es auch eine nehmen, einfach nur schneiden. Ich finde diese geiler. Das gerade war mir doch ein bisschen zu tot. Na, guck mal hier. Es ist ein Kopf im Moment. Ja, jedes Mal, wenn du um eine Kurve gehst, weißt du, wie es auf dem Beifahrer anfühlt? So. Das ist krass, so eine Gerade wird echt eine Gerade, ne? Also so würden wir in einem Auto normalerweise gar nicht registrieren. Aber guck mal, wie lange wir fahren. Das ist jetzt lang. 49. Aber stolze 49. Aber auf den Schlag, genau. Aber so wärst du zur Schule morgens, ne? 50 Cent. Zieht sich jetzt, ne?
Aber das hieß ja auch, also das ist halt eine Landstraße. Ne? Im Stadtverkehr, wie fährst du mit? So ein bisschen Tuning da an dem Ding. Bisschen Auspuff. Bisschen Auspuff, bisschen Tuning, bisschen Riemen, Turbo, Kompressor, andere Gewichte rein in die Vivario. Und ab geht ich fahren, Alter. Andere Kurve? Ja, du musst die gar nicht mehr bremsen, Digga. Merkst du das, Korn? Du gar keinen Bremsenverschleiß. Du musst einfach nicht mehr. Weil ich mal wieder das Gefühl, du könntest es echt umschmeißen. Also nicht umschmeißen, sondern du kannst es. Meinst du? Oh, doch. Doch, wenn du übertreibst, geht's doch. Ja. Ich glaube, das nächste Auto wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das nächste Auto, glaube ich, hat auch nochmal eine Prise mehr Charakter. Okay, Kurve, voll. Nee, lass nicht übertreiben. Hast du gemerkt? Komm wieder runter, Grimo, komm wieder runter. Ich hab uns schon gesehen. Ja, ich auch. Wie beim Top Gear, weißt du? So richtig lang schleifen, weißt du? Sliden oder über die Straße. Das hier ist jetzt so ein Halbfertiger, den wir jetzt schnell mobil machen konnten. Mhm. Also wir fahren jetzt dieses Auto. Das Auto hat wie viel Leistung? 163 Kubik auf 4 kW. Nochmal weniger. Okay. Na, das, was du wolltest. Ja, nee, will ich auch. Wenn dein Führerschein weg ist. Das darf ich also fahren? Wenn dein Führerschein weg ist. Das ist der Pech. Also ich weiß jetzt nicht. Danke sehr. Können wir das Dach auch aufmachen? Hier sind so Riegel. Ja, genau, die ziehen wir raus. Ja. Lieber Tamiya, so ein Modell, so Karosserie abziehen, ne? Kannst du noch fragen? Das sieht schon scheiße aus. Okay, Bruder. Was ist los? Wir haben den Top erfunden. Jetzt der Riemen zieht sich zu, also zieht sich unten die. Ey, Digga, soll ich neben dir herlaufen, Alter? Guck mal, wo wir sind. Wir sind so weit weggekommen jetzt. Ich sag's dir ganz ehrlich, am Hang kommst du nicht hoch. Toni! Willst du noch was sehen? Willst du was sehen? So. Guck mal, Tacho. Noch Fragen? Ich gehe genauso schnell, wie das Ding fährt. Ja, aber ich find's schon cooler, hier drin zu sitzen und wie du läufst. Jetzt kommt er. Boah, krass, wie der Choke ihn kastriert. Jetzt komm, guck mal. So schnell gehe ich nicht. Ja, siehst du. Boah, Junge, Alter. Macht sogar pam 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 pam. Back body. Was ist das denn? Ey, das sieht aber aus. Aber Mädels, ne? Abschleppen kannst du hier mit, aber bis zum Umfallen. So feier auf dem Schulhof drauf. Hier macht mir mit Abstand am meisten Spaß. Weißt du, was krass ist? Hm? Der rotzt sogar immer hinten raus, der dieses Pam, Pam, Pam. Ja, so, einmal Sounds. Warte, wir müssen einmal auf Speed kommen. Krass. Hopp, hopp, hopp. Komm! Nee. Das war's. Die Ebo. Bremsfallschirm. Raus. Haben wir. 45. Das finde ich am geilsten. Auf jeden Fall. Und jetzt, wenn du keinen Führerschein hast? Klar, geht doch, oder? Voll geil. Ja. Ich hab den Hang zum nicht so attraktiven, merke ich. Das hat richtig Spaß gemacht.
Und wie viel km kriegt man da raus? Eigentlich sind da die Grenzen offen, weil man könnte hier die Varomatik von dem Diesel einbauen. Dann hat man ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis. Ja, klar. Also ich habe schon mal eingefahren. Ich war ja damals in der Werkstatt. Ja. Und da macht man sich ja mal so einen Spaß. Ja. Und bei der Profahrt, ich hatte glaube ich mal 100 mit so einem Teil drauf. Aber das ist dann auch echt schon komisch zu fahren. Also da muss man schon eine Nadel im Kopf haben. Ja, 100 auf jeden Fall. Da ist ja. Schon was los. Ich glaube, Motorswap ist gar nicht das Ding. Ich glaube, viel lustiger ist, versuchen so viel Leistung wie möglich aus dem Ding rauszuholen. Weil die fangen ja irgendwann auch zu klappern, ne? wenn man die Regelung überdreht. Und den ich so schön fand, der fährt so wie der? Der hat denselben Motor drin, den Spaß, ja. Aber da ging das Dach nicht auf, ne? Nein. Weil das ist natürlich schon Luxus, ne? Ja, aber ganz ehrlich, was ist das für ein Problem, das hier die Flex anzusetzen? Das stimmt allerdings. Das ist ein Sommerfahrzeug. Ja. Okay, ich danke dir für die Zeit. Ja. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben einen guten Einblick bekommen. Ich denke, ihr habt auch einen Einblick bekommen, was es so gibt und was das so kostet und was man da so machen kann und was für Möglichkeiten hast. Vielleicht noch die Info, wir haben am 20.04. Tag der offenen Tür. Da könnt ihr sogar ein Elektroauto gewinnen. Danke sehr. Danke. Bis morgen. Tschüss.